Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, hey, wie soll ich es euch erklären, Leute? Was? Wir sind back mit krass Klassenfahrt. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Gab es irgendwie eine längere Pause oder so? Ich glaube nicht, Leute. Es ist alles ganz normal. Wir sind am Start mit krass Klassenfahrt. Für alle, die neu sein sollten, Leute. Wir haben hier eine Tradition. Wir haben uns krass Klassenfahrt angesehen. Alles außer Staffel 3. Staffel 1, 2 haben wir uns angesehen und 4 bis jetzt bei Staffel 5. Staffel 3 haben wir uns nicht angesehen, weil ich da im Kino war bei der Premiere. Ich hab's geschafft, mich reinzusneaken. Halbwegs. Es war eigentlich geplant, dass ich auch einen Gastauftritt in der Serie bekomme. Hat mir zumindest Jonas Elms im angetrunkenen Zustand zugesichert. Was dann nicht ganz passiert ist irgendwie. Aber egal, auf jeden Fall gab es viel hin und her, bla bla bla. Und es ist Tradition, dass wir uns die Folgen hier zusammen ansehen. Mit einem halben Auge das Ganze belächelnd hier sehen, ja. Also, ich bin sehr addicted in diese Serie. Ich gehe immer sehr tief rein. Ich nehme das sehr ernst und sehr persönlich. Deswegen nicht wundern, wenn ich gleich hier eventuelle Handlungsstränge sehr ernst nehme und das fühle, ja. Aber Ich versuche es nur zu erklären für die neuen Leute. Man kann meine Reaktion auf Krass Klassenfahrt gar nicht erklären für die neuen Leute. Genießt es einfach. Am besten müsst ihr aber meine Krass Klassenfahrt Playlist, die ich jetzt hier im i verlinken werde, auf Marketing-Basis reinpacken werde. Müsst ihr die eigentlich komplett abchecken, damit ihr überhaupt fühlt, was ich jetzt gleich fühlen werde. Wir werden jetzt nämlich reinschauen, Freunde, bei Folge 9. Stanley macht Schluss und dann haben wir noch 3 Folgen danach, dann haben wir Staffel 5 beendet und dann fangen wir mit Staffel 6 an. Und dann gibt es Villa der Liebe, was zwischendurch irgendwie kam, was ich nicht ganz so fühle, muss ich sagen. Wir werden sehen, was wir machen, Freunde. Jetzt aber erstmal Folge 9, Staffel 5. Let's go. Oh, Jungs, ich hab's vermisst. Seid ehrlich, habt ihr es auch vermisst? Ihr seid ehrlich, oder? Ihr habt's auch vermisst, oder? Joel, was machst du hier? Geh raus! Stimmt, Joel hat ja Dings angefasst. Frau Kalbsfleisch. Schade, dass ich nicht als Joel gecastet wurde, habe ich mir da gedacht. Mann! Das Wichtigste ist im Leben, dass man mit sich selber zufrieden ist. Und du hast es überhaupt nicht nötig, irgendwelche Julian Ehremann Schönheits-OPs zu machen. Heute Ehremann. Ist das Fest der Liebe. Wir könnten an Weihnachten unser erstes Mal haben. Stanley und Ehremann. Ich kann mich selber noch nicht mal im Spiegel anschauen. Guck mich mal an. Ich kann mich auch nicht im Spiegel anschauen. Ich ertrag das nicht. Freunde, das, was da passiert ist, vergessen wir ganz, ganz schnell wieder, ja? Genommen. Stimmt, Fly hatte gerade den Zusammenbruch und war so rüttelnd und schüttelnd am Boden. Weil ihr wisst, wo viel Zeit ist, oder? Warte kurz. Oh, ich hab's echt vermisst, Mann. Ich hab's vermisst. Wir haben noch eine Rechnung offen. Okay, let's go, Freunde, let's go. Wen haben wir hier Schönes? Außer mich und außer euch natürlich, ja? Fly! Fly! Mach doch irgendwas! Was zur Er gibt einfach Kuss auf Stirn. Julia, bei deinem Rücken kannst du das auch mal. Ja, mach sie mal irgendwas. Okay, hallo. Warte, ich hab eine Idee. Scheiße. Ja, das ist gut, das ist gut. Jungs? Das wird klappen. Fly. Maschallah, Digga. Ich bin im Himmel. Geht's dir wieder gut? Scheiße. Komm. Ja. Mein Leben wird sich verändern. J-Man, lass auch totstellen. Okay? Lass auch totstellen. Ja, Überdosis, ja. Nein? Ist alles okay bei dir? Ihr seid die Besten, ihr habt mein Leben gerettet. Bei ihr. Ich brauch euch, ich brauch euch. Ihr seid die besten Klasse. Ihr seid die besten Freunde. Sie haben uns hergeholt. Ich liebe euch. Fly, bedanke dich bei ihr vor allem. Hast mein Leben gerettet. Oh. Und was ist mit ihr? Du natürlich auch, komm her. Ey, wo ist meine Umarmung jetzt gerade, Jungs? Ich fühle mich ein bisschen misplaced. Ich habe die Folge angemacht, als habe ich sein Leben gerade auch gerettet, im Quadrat gedreht. Oh mein Gott, das war so knapp, aber zum Glück waren die alle da und Frau Kalbsfleisch mit ihrer lebensrettenden Aktion. Oh, oh mein Gott, ich will nicht wissen, was sonst passiert wäre. Ich bin ihnen so dankbar. Nie wieder Drogen. Das war merkt euch das Real Talk, Freunde. Spreche ich. Glasfaserleitung. Und jetzt ein bisschen Deutsch. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich.
Ich check's nie, Freunde. Immer wenn ich nämlich schreibe, habe ich diesen Spruch im Kopf. Aber ich denke mir dann immer, heißt es, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich? Oder wer nämlich ohne H schreibt, ist dämlich? Und dann bin ich eigentlich, ich bin immer dämlich. Und jetzt Mathe. Ich bin immer die dämlich. Die Nachkommastellen von Pi. 3,141592653. Weiter weiß ich nicht. Okay, bin raus, Digga. Oh, hi, Jojo. Adam ist mit Lena. Hi. Nee. Das sind doch nicht deine Bücher, oder? Das sind doch die von Georg aus der Parallelklasse. Ja, cool, oder? Ist das was für dich? Mhm. Weißt du was? Eichen, die sind so auf Pump. So wie wir, wenn wir richtig durchziehen. Die pumpen alles durch ihre Adern. Ich kann so viel Wissen aufnehmen, seit ich diese Vitamin-Shots bekommen habe. Die sind einfach der Hammer. Beste Product Placement ever. Ja, mega. Ja, du wirkst echt ein bisschen ausgewechselt. Danke. Irgendwo so ein neuer Jojo eigentlich. Mhm. Cool. Oha. Aber ich muss sagen, ich fühle mich auch viel besser schon. So, wenn ich sie auch nehme, wäre ich dann auch cool? Sieht man dir auch an. Dankeschön. Gerne. Ich weiß nicht, irgendwo fühle ich mich eigentlich doch nicht so gut. Oh, war ja. Ich wollte unbedingt mit McLarry reden. Einfach, ich habe ihn in letzter Zeit so ignoriert und ich habe ihn nicht so beachtet, wie ich es hätte tun sollen. Hm. Ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach McLarry gegenüber nie richtig verhalten. Er hat sich mega bemüht und... Wofür steht das A eigentlich bei ihrer Kette? Wofür steht das A? Ich habe ihn einfach immer ignoriert. Ich will ihm eigentlich nur unbedingt erzählen, wie gut ich jetzt mit Shape-App und meinen Übungen vorankomme. Wieso stellen wir eigentlich so viele Fragen? Und wieso läuft es hier nicht im Fernsehen? Hey, das wollte ich auch. Und wieso ist Mr. Grumble nicht im Intro? Das ist so sexistisch. Wieso bin ich nicht im Intro? Aber Jojo, wir beide waren schon immer connected. Jojo und ich waren schon immer connected, im Herzen. Im Herzen. Ich muss es Stanley sagen, dass ich noch nicht bereit fürs erste Mal bin. Real Talk. Aber wenn ich Stanley sag, dann ist er bestimmt verletzt. Gar nicht, ein richtiger Man, Alter. Oder auch ein Girl, kann ja auch andersrum sein. Die würden das verstehen. Also immer einfach Ehrlichkeit zeigen. Euer Herz ein bisschen ausschütten, wie ein kleiner Kobold mit einem Goldtopf am Ende vom Regenbogen. Ausschütten. Ausschütten. Du darfst dir von Stanley nicht so einen Druck machen lassen. Ist so. Ich mach mir keinen Druck. Besser ist es. Ich will das ja. Süße, ich habe dir dazu eben doch schon was gesagt. Du hast jetzt gerade deine Schüchternheit überwunden und ja, du musst jetzt nicht direkt mit ihm in die Kiste springen. True. Ja, du musst ein bisschen für dich einstehen. Steh für dich ein? Aber pass auf, ich habe den perfekten, passenden Psalm zu deiner Situation rausgesucht. Ich lese dir das mal eben vor. Lies mal eben vor. Gut zuhören. Die Ältesten der Tochter Sion sitzen auf der Erde und sind still. Sie werfen Staub auf ihre Häupter und haben den Sack angezogen. Die Jungfrauen von Jerusalem senken ihre Köpfe zur Erde. Bin ich der Sack? Bin ich hier Jerusalem? Ich hab gesagt, du musst das alles symbolisch verstehen. Naja. Ihr verwirrt mich nur noch mehr. Ja, komm, wir gehen jetzt, wir holen Stanley jetzt rein und dann redest du mit mir, okay? Ich glaube, ich war Jerusalem gerade in dieser Geschichte, Jungs. Hi, Stanley. Ja? Madison möchte mit dir reden. Sei bitte lieb zu ihr, geh auf ihre Wünsche ein, ja? Der Herr ist mit dir, Gott segne dich. Danke, danke, Fräulein, Mollein. Danke. Okay. Okay, ja. Oha, ich habe noch nie mal so eine große Chipsschale gesehen. Das sind safe 3 Packungen, so viel Luft, die in der Chipspackung drin ist. Oh, ich habe jetzt mega Bock drauf. Hä? Julian fasst einfach alle an. Ey, rück mal raus mit der Sprache jetzt. Was läuft da zwischen euch, Mann? Das ist ja zu krass, Alter. Man muss auch dazu sagen, ich war übertrieben. Das ist einfach die Lehrerin. Ich war des Todes. Ihr habt euch geküsst, oder was? Natürlich haben wir uns geküsst, Mann. Ey, Bombe. Der beste Kuss, wirklich. Alter. Ich glaube, die steht auf Schüler. Ja, vielleicht. Meinst du? Aber meint ihr wirklich, dass da was zwischen uns was Ernstes werden kann? Natürlich. Ich sehe da eine Zukunft. Ich sehe eine Zukunft. Kannst du vielleicht auch mal für uns fragen? Mach ich auf jeden Fall mal. Also wir drei und die. Sehr geil. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Anderes Thema. Wir sitzen ja hier wegen den Drogengeschichten. Was macht ihr da genau mit den Drogen? Ja. J-Man, erklär mal. Okay, wir haben einen Kunden im Wald. J-Man. Die Übergabe mit unseren Drogen. Er hat nämlich die Party-Droge des Jahrtausends, Mann. Alter, das wird so krass. Wir machen Dick-Patte. Ich hab 50. Wir machen Dick-Patte. Alle sagen wir 19, sagen wir 16 bis 22-Jährigen, die sagen, wir machen Dick-Patte. Safe, oder? Safe, wahrscheinlich. 50 Mille im ersten Monat, Alter. Alter. Und an wen verkauft ihr das? Du hast gesagt, Kunden im Wald. So. Was ist denn das genau? Also ich habe so ein Online-Portal, da kann die ganze Welt bestellen. Ach. Und dann
treffen wir uns jetzt dreimal die Kuh, Digga. Dreimal die Kuh. Und haben die erste seriöse Übergabe. Also es wird... Zehner, dass das Police ist, Digga. Zehner, dass da Polizei kommt. Echt serious so. Okay, okay. Da habe ich aus dem Knast. Ich habe ja selber, ich war ja lange im Knast. Ich habe ein paar krasse Stories gehört. Connection wahrscheinlich auch, oder? Gute Tipps für euch. Gute Tipps, okay? Bei so einer Übergabe, da muss vieles beachtet werden. Also zum Beispiel ist wichtig, dass ihr Wechselgeld dabei habt. Also wenn ihr jetzt irgendwie im größeren Schein seid oder so, dass ihr auch Münzgeld habt, dass man das auch auf den Zettel zurückzeigt. Kleingeld. Ja, ein bisschen Kleingeld. Sonst unangenehm. Das reicht auf jeden Fall auch immer weiter. Was auch? EC-Kartenlesegerät ist auch praktisch. Und dass man das einfach, okay. Also, ne? Ja, natürlich. Ich kaufe meine Drogen auch immer mit EC-Karte vorne. Falls ja. Sie. Selbstverständlich. Nur Karte. Oder? Überweisung. Direkt aufs Bankkonto. Überweisungsschein. Dann ist gut, wenn man das. PayPal. Sowas. Ja. Ausschildern ist auch wichtig. Also, dass ihr ein Schild hinstellen, wo steht irgendwie Drogenübergabe 200 Meter geradeaus, dass du auch weißt, wohin. Ein Wald ist ja groß. Ja, ne? Lass sie uns auch finden. Also, ich hab's immer falsch gemacht. Ist auch gut. Ja, klar. Falls die Koordinaten nicht gehen. Ja, ja genau. Ja, stimmt, ja. Man muss ja immer Plan B haben. Und, ja, ja. Und dann immer die Stimmung so ein bisschen auffrischen. So ein paar kleine Snacks, vielleicht irgendwie so Frischhaltetüren. Kleine auch alles Mögliche, genau. Ey, Getränke auch. Das ist das Gesamtpaket. Ey. Das Gesamtpaket zählt. Was wären wir ohne McLarry? Ey, das wäre richtig, Mann. Geil. Danke. Geil, Mann. Komm mal. Ich muss mich im Dunkeln einfach nur rausschleichen. Das muss klappen, dann wird's zu krank. Zu wild. Nur Frau Kalbsfleisch darf auf keinen Fall was mitkriegen. Ah, aber da kommt ja dann Romeo ins Spiel, ne? Also als allererstes, ich bin kein Romeo, ja? Und als zweites... Hat das schlecht ausgemacht? Ich find's saumies, dass ich nicht zu unserem ersten Drogendeal mit darf. Sondern mit Frau Kalbs... Wobei, ist eigentlich ganz nice. Wo ist das Licht aus? Bleib mich, Romeo. Ja, ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Was ist das? Hä? So ein Atomreaktor unter Wasser einfach. Okay. Oh. Oha. Mhm. Oh. Huch. Alles noch da. Nichts verrutscht. Alles noch da, wo es hingehört. Ich hab da was für euch. Deine Überraschung. Jeder bekommt einen Vitamin-Shot. Schön. Ach, danke. Ach, Jojo, aber das ist doch das Geschenk von Frau Kalbsfleisch für dich, für Weihnachten. Ja, aber Weihnachten ist doch das Fest. Stell mal vor, du bekommst Weihnachten Vitamin-Shots, Digga. Der Liebe, da teilt man. Und ihr sollt euch auch nicht erkälten. Prost! Ich glaube, ich brauche übrigens noch eure Hilfe wegen Fest der Liebe. Ich will eigentlich McLarry mal sagen, was ich für ihn fühle. Ja, und ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Ich meine, wie sagt man denn sowas? Also ich kann ja nicht einfach hingehen und irgendwie... Genau das gleiche Problem habe ich gerade auch mit Julian, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch... Maus, was ist los? Ja, weil ich echt die Beziehung zerstört habe und ich weiß nicht, gar nicht mehr ins Gespräch mit ihm komme. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das ansprechen soll und wie ich irgendwie uns beiden... noch eine Chance geben soll oder uns retten soll irgendwie, ich weiß es nicht. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wann kriegt Jojo endlich mal jemanden ab hier? Also es gibt so viele und keine Interesse für Jojo. Rätsel für mich. Ich würde mir da gar nicht so viele Gedanken machen. Red einfach mit ihm. Ihr kennt euch doch auch schon vor lange. Ich glaube, der wird auf jeden Fall mit dir sprechen. Ja, vor allem, du hast dich ja mega verändert. Ja, nur zum Positiven, also. Ja, genau, also, ich habe mich für ihn voll verändert und so. Und ja, extra für ihn. Ich habe nicht das Gefühl, dass... er das noch möchte. Okay, ja. Und du musst auch nicht allein sein. Du kannst dir Mr. Grumble ausleihen für die Nacht. Ach, Jojo, du bist so süß, aber behalt du den lieber. Ich glaube, du kannst besser mit ihm schlafen. Okay. Okay. Drogenübergabe, oder? Wo sind wir jetzt gerade gelandet? Immer noch nicht. Okay, wir sind bei Fly. Marty McFly. Ist der auch bockig? Nein. Komm her. Pass auf. Okay, ja. Fly. Weißt du was? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Entschuldigen. Einfach für alles. Alles. Irgendwie in letzter Zeit. Und so. Natürlich darfst du auch wieder in meinem Zimmer schlafen. In meinem Zimmer schlafen. Du weißt schon, dass es mein Zimmer ist? Und du kannst froh sein, dass du hier schlafen darfst? Ey, die beiden sind süß zusammen, Mann. Erzählt mir, was ihr wollt. Erzählt mir eure Lebensgeschichte, euren Lebenslauf, Doktorarbeit. Aber die sind süß zusammen. Die sind echt süß zusammen. Ja, okay, stimmt, stimmt. Weißt du was? Ich... Erzähl mir was. Werd jetzt auch wieder kreativer werden. Kreativ. Und auch Sport durchziehen. Ich bin richtig motiviert.
Soll ich dir zeigen, wie motiviert ich bin? Ja? Nein. Ich zeig's dir jetzt sofort. Komm her. Komm. Ey, Fly, du musst jetzt nicht. Sorry? Du musst eigentlich, das reicht uns. Du kannst auch einfach wieder aufs Bett. Komm rauf! Okay. Komm rauf, vertrau mir. Jungs? Okay, aber erstmal Weird Flex von Fly. So. Okay. Jetzt easy. Oh Gott. Oh Gott. Aber die sind süß zusammen. Sehr süß. Erstmal die Folge liken, Jungs. Kuss. Und jetzt kommt's soweit. Die Folge heißt Sandy macht Schluss. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Aber ich muss mit dir reden. Ich muss auch mit dir reden. Okay. Ich mach Schluss. Oh, er sagt's einfach. Er hat Pflaster abgezogen. Pflaster ist ab. Wunde tropft. Pflaster ab. Verband tot. Also, ich mach mit meinem alten Ich Schluss. Ich versuche. Hey, no way. Das könnt ihr nicht bringen. Das könnt ihr nicht bringen. Ihr könnt mich nicht so clickbaiten. Nicht mehr so ein Fuckboy zu sein für dich. Ich versuche einfach irgendwie echter zu sein und dieses ganze schnelle Stanley. Nummern haben, so ist nicht das Wahre. Es ist jemanden zu haben, der wirklich immer für einen da ist und mit dem man sein Glück teilen kann und der einem immer zuhört. Und so, da geht es um euch. Viel mehr als nur um das Körperliche. Ja. Komm her, Stanley. Ja. Ich war mit in der Umarmung. Ich war zwischen den beiden Jungs. Och, die haben uns übel gebaitet, Alter. Stanley macht Schluss. Die haben uns aber dieses andere gebaitet. Ich war schon sauer. Ich war schon saurer Apfel, Minze. Oh, Jungs, Romeo. Der Romeo ist wieder da. Hey. Hi. Alles fit? Ja, bei dir? Oh, alles gut. Ich hab hier. Ja, alles gut. Ich hatte einen guten Wein und ich dachte, vielleicht wollen wir den zusammen auf ihrem Zimmer. Wein. Wein wahrscheinlich. Ich bin nicht Frau Ostermann, ich trinke keinen Wein. Ist auch schade. Ja. Aber Frau Ostermann, gute Vergangenheit. Wenn du willst, könntest du noch mit hoch auf den Tee kommen. Solange ich mir meinen Wein mal machen kann. Let's go, Tee. Ein bisschen Zweisamkeit haben, bin ich dabei. Kannst du machen. Oha, Maschallah, das ist ja. Oha, wo? Oh. Kuss. Okay. Ich hasse so ein Quietschen. Fuck. Kommst du nicht auf? Die scheiß Tür klemmt. Mhm. Hast du eine Idee? Die ist klar. Zu. Kannst du dir sagen, wie? Ey, wenn er jetzt einen Vitamin-Shot nimmt und dann geht die Tür auf, Jungs. Bitte nicht. Bitte einfach nicht, Mann. Ja. Ja. Ich muss nur einen Umbrella-Vitamin trinken. Und jetzt kriegst du sie auf. Ja. Yep. Das will ich sehen. Jetzt habe ich Energie. Mach, schnell. Okay. Alter, Mann, danke, ey. Du bist meine Rettung. Danke, Mann. Ey, da habe ich Rhino-Schild ein bisschen mehr gefühlt. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich Rhino-Schild ein bisschen mehr gefühlt. Slightly better. Jetzt, ey, lass mich vorbei. Nein, ich will mit. Jetzt will ich mit. Wohin? Na, als Belohnung. Wohin du gehst? Alles klar, aber ich mag Jojo jetzt. Das ist cool geworden irgendwie. Okay, nächste Folge schauen wir nicht rein, Freunde. Wir bleiben blind. Ich wollte gerade einen bösen und schwarzen blinden Joke machen. Machen wir nicht. Wir bleiben blind, Freunde, ja. Wir schauen nicht rein, was in der nächsten Folge passiert. Das war eine sehr gute Folge. Ich bin froh, dass wir wieder back sind. Back in Business, back am Start, back am Markt. Bam, bam, bam. Reingedrippt, Freunde. Ich möchte euch noch gar nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Aber wir sind wieder back on track. Und es macht mir sehr Spaß, mit euch krass Klassenfahrt zu schauen. Ich weiß, einige haben darauf gewartet, viele mögen das gar nicht, viele gucken es gar nicht, aber ich mach's einfach, weil ich Lust darauf habe. Und für die, die es mit mir gucken wollen, Kuss, Freunde, ja. Gut, das war auf jeden Fall Folge 9. Schreibt mal, was ihr davon fandet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bis dann, bleibt fresh, meine lieben Freunde, und ciao.